ersten Ideen kamen Anfang 2005. Zu der Zeit habe ich einfach an diskreten Schaltungen gearbeitet und daraus entwickelte sich ein wirklich hochwertiger Verstärker, also im Prinzip Operationsverstärker, den ich selber gebaut habe. Und da stellte ich fest, der ist schon für was Besonderes geeignet. Ja, mein Background ist, dass ich 10 Jahre vorher bei SBL gearbeitet habe, die auch schon im Studiobereich viel gemacht haben. Da habe ich auch den Transient Design entwickelt, Goldmike, Channel One, viele, viele Produkte. Da hatte ich entsprechend viel Erfahrung her. Und parallel aber auch, ich war auch immer schon Musiker, ich habe Klavier gelernt, Bass gespielt, ich habe immer in Bands gespielt, also immer Musik war immer mein Thema gewesen. Und zu der Zeit, so 2005, habe ich auch live gemischt. Und da ist mir dann aufgefallen, dass gerade bei den Kompressoren, die man auf den Vocals benutzt, einfach eine Menge Gain Reduction nötig ist. Stimme hat einfach unheimlich viel Dynamik und da muss ein Kompressor mal richtig arbeiten. Und mir ist aufgefallen, dass die Live-Kompressoren, die damals genutzt worden sind, einfach mir zu viel Transparenz geklaut haben. Die Sprachverständlichkeit war einfach nicht vorhanden. Und das war eigentlich so eine Idee, wo ich dachte, okay, man müsste mal einen Kompressor haben, der auch bei großer Gain Reduction sauber bleibt, klar bleibt, den Ausdruck des Musikers einfach nach vorne bringt. Ja, es war 2005, Musikmesse, wo ich gewesen bin. Und ich muss ehrlich sagen, es war eine schlaflose Nacht, die ich hatte. Ich hatte natürlich vorher diese ganzen Ideen gehabt, ich hatte aber auch gar kein Konzept gehabt. Und dann habe ich, am nächsten Tag ein Blatt Papier rausgezogen und was aufgemalt. Und das entsprach schon fast dem Alpha-Kompressor, wie wir heute haben, mit den ganzen Funktionen, die ich mir ausgedacht habe, mit Parallel, mit MS, mit den ganzen Filtern dran. Und ich kann gar nicht so genau sagen, warum ich darauf gekommen bin. Ich bin also dann mit der Bleistiftzeichnung zu einem Kumpel gekommen und er hat dann im Prinzip ein Corel Draw oder was es immer war, ein Rendering gemacht und das Ding musste natürlich irgendeinen Namen haben. Dann haben wir es erstmal FatMax genannt. Man kann aus den Zeichnungen schon sehen, es geht schon Richtung Alpha-Kompressor, natürlich vom Design her noch völlig was anderes. Und da entstanden auch die Ideen zu der Firma Elysia. Also der Alpha-Kompressor ist sehr stark auch mit der Firma Elysia, mit der ganzen Gründung verknüpft, muss man ganz klar sagen. Und dann kam so die Idee, okay, wenn wir schon so was Außergewöhnliches bauen, dann muss es auch ein besonderes Design haben. Das muss wirklich was ganz Besonderes sein, wo Leute schon nur beim Hingucken sagen, wow, was ist das denn? Sind wir also nach Düsseldorf gefahren zu dieser Firma und haben gesagt, wir wollen was Außergewöhnliches haben. Und wir haben auch gesagt, okay, wir haben keine Kohle, können nichts finanzieren. Und die Leute waren richtig motiviert, mal so aus dem Vollen zu schöpfen. Und dann haben die da losgelegt. Und das war so irre. Die haben haufenweise die abgefahrensten Bleistiftzeichen gemacht von Gehäusenkonzept. Und mal die Samen einfallen lassen, das hat uns echt so umgehauen, muss man sagen. Und aus diesen wiederum sind dann, ich glaube, 10 Renderings entstanden, wo wir dann hätten daraus entscheiden sollen. Und diese 10 Renderings waren auch schon jeder für sich total abgefahren. Also da waren so verrückte Ideen bei, wo jeder für sich schon hätte man nehmen können. Und da wurde dann ein Design daraus entwickelt, was dann später der Alpha-Kompressor war, wo auch schon die beleuchteten Regler zu sehen war. Die haben auch diese Firma dieses runde Element in der Mitte mitentwickelt, mit dem Elysia in der Mitte, um einfach so einen Eyecatcher zu generieren. Ja, ich war natürlich auch fleißig und habe dann während der Zeit viele, viele neue Schaltungen gemacht. Also man muss einfach wissen, der Alpha-Kompressor ist wirklich eine komplette Neuentwicklung. Alles mit Bleistift gezeichnet und aufgebaut als Prototyp und das habe ich dann auf Lochraster-Platinen aufgelötet und daraus entstand dann der erste Prototyp, also diese silberne Kiste, wo auch dann wirklich diese handgelöteten Platinen alle drin gewesen sind und habe das dann im Prinzip mit einem ersten richtigen Prototypen gebaut, den wir auch dann bei Kunden vorstellen konnten. Ja, nach diesen unglaublich guten Renderings, die wir bekommen haben, haben wir daran weitergearbeitet, um das finale Design entstehen zu lassen. Und
Das war auch nochmal ein spannender Prozess mit viel Abstimmungsarbeit, aber vor allen Dingen, man muss sowas auch herstellen können. Design kann man sich toll ausdenken, aber man muss es fertigen können. Und zu der Zeit hat dann ein guter Freund von mir, der im Maschinenbau unterwegs war, uns geholfen, die Teile mitgezeichnet, überarbeitet, sodass man die überhaupt bauen konnte. Und das hat dann, das war der Herbst gewesen und Winter, wo wir es gemacht haben. Es waren so viele einzelne Teile, die wir dafür entwickelt haben. Also der ganze Alpha-Kompressor, das ganze Gehäuse ist im Prinzip eine einzige Custom-Lösung. Es ist nicht ein Teil, was man kaufen kann. Die wichtigste zu der Zeit war natürlich die Musikmesse, die ich auch dann von den Zeiten von SBL natürlich kannte. Und für die Messe hat dann auch wiederum mein Freund Messemöbel gebaut, damit wir uns einfach da präsentieren, weil wir hatten ja nur ein Produkt und das muss ja irgendwie toll aussehen. Wir haben eine Theke gebaut, eine Säule, wo der Alpha stolz drauf stand und die Welt erblickte und wir waren natürlich super gespannt, wie die Reaktionen waren und die Leute waren natürlich schon beeindruckt. Und da haben wir dann unseren damaligen amerikanischen Vertriebler kennengelernt und er hatte uns dann sofort eingeladen zu der AES in Paris, wo wir dann auch direkt ausstellen konnten und so haben wir einen Nachfolgetermin und auch einen Zugang zum amerikanischen Markt. Prototyp ist noch das eine, aber eine Serienproduktion noch was ganz anderes. Und zu der damaligen Zeit, nun als Startup, wie das so ist, man hat viel Zeit und wenig Kohle, also haben wir gesagt, machen wir viel selber. Weil der Alpha so viele Drehteile dran hat, ist es so, bei dem Fertigungsprozess kann man von der Maschine eine Seite machen, die andere Seite ist ein zweiter Bearbeitungsvorgang, was schwierig ist. Dann haben wir dann eine eigene Drehbank gekauft, um diese zweiten Prozesse machen zu können. Wir haben speziell angefertigte Drehställe gemacht, die mit speziellen Konturen gearbeitet haben, um diese Sachen zu bearbeiten. Und das war auch eine ganz spannende Zeit. Das wurde dann in der Garage gesteppt vom Kumpel, wo im Winter sau kalt war, im Sommer heiß. Zwischendurch gab es Kuchen und Kaffee und war eine ganz, ganz tolle Zeit. Dann haben wir festgestellt, wenn man das bearbeitet, dass es sehr aufwendig ist, einen Teil einzuspannen, festzumachen, nachzuarbeiten. Aber haben wir das mit einer kleinen SBS ausgestattet, die wir über Nacht gebaut haben. Also ganz schön abenteuerlich. Oder ganz viele einzelne Riegel, wo das befestigt wird, die wir dann gebohrt und Gewinde rein. Ja, und da haben wir dann wirklich den ganzen Sommer mit verbracht. Parallel dazu aber auch Platinenbestückung, die ich dann selber getestet habe mit dem Oszilloskop, mit Generator, mit den einfachsten Mitteln im Endeffekt, um damit die ersten Serienproduktionen hinzubekommen. Die erste Messe war dann die AES in San Francisco 2006. Ja, das war natürlich auch grundsätzlich für mich was Spannendes. Zum ersten Mal in Amerika, in San Francisco, eine ganz neue Messe. Dann hat unser Vertrieb damals eine Studio-Tour organisiert. Also er hatte Mastering-Studios angeschrieben, hey, hier ist was ganz Neues. Und das war dann wirklich super, weil es dann in San Francisco Studios waren, in Los Angeles, dann noch New York rübergeflogen. Eine irrsinnige Tour, muss man sagen. Ich glaube, das ging 11 Tage, sind wir unterwegs gewesen. Kurz danach war das dann die Zeit, wo wir dann die erste Serienfertigung auch dann fertig hatten. Das war ab November 2006, glaube ich, haben wir die ersten Geräte ausgeliefert. Und im, ich glaube, Januar 2007 ist dann die erste Ausgabe vom Studiomagazin rausgekommen mit einem Testbericht vom Alpha.